Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Vielen Dank für die nette Einführung. Gut, zunächst ein paar kurze Worte zu mir, bevor ich mit dem eigentlichen Inhalt beginne. Also wie schon erwähnt, ich habe an der Uni Marburg Physik studiert, mich dort mit Astronomie und Astrophysik beschäftigt. Mein Forschungsthema sind dort variable Sterne gewesen. Was das ist, werde ich gleich noch kurz einführen. Also ich gehe jetzt hier nicht davon aus, dass Sie groß Ahnung von Physik haben. Nebenbei bin ich seit 2011 Fedora-Entwickler, da auch in den Special Interest Groups im entsprechenden wissenschaftlichen Bereich tätig. Also wir haben da einmal speziellen Astronomy Special Interest Group, dann zu Python, da kümmert man sich dann um die elegante Paketierung von Python-Software. Für Machine Learning haben wir eine Interest Group und Science und Technology. Und jetzt mit Fedora 24 neu von mir initiiert, ist dann noch der Fedora Astronomy Spin dazugekommen, wo man diese ganzen schönen Python-Pakete eben auch finden kann. Gut, so viel dazu. Zunächst ein bisschen physikalischen Hintergrund. Was sind variable Sterne? Variable Sterne sind Sterne, die in irgendeiner Art ihre physikalischen Eigenschaften verändern. Das kann einmal der Stern selber sein oder das kann sich irgendwie in den Beobachtungsdaten äußern. Jetzt habe ich hier ein Beispiel. Das ist ein Doppelsternsystem in dem Fall. Das ist ein sogenannter extrinsischer variabler Stern. Da drehen sich zwei Sterne umeinander. Also man hat hier in der Mitte diesen hellen blauen Stern und man hat dann diesen etwas dunkleren gelb-rötlichen Stern und die umkreisen sich. Und wenn die sich jetzt gegenseitig bedecken, dann nimmt man hier auf der Erde dann im Teleskop so eine Helligkeitsänderung wahr. Also das ist hier die sogenannte Lichtkurve, die hier unten dargestellt ist. Nach oben geht die Helligkeit, die Lichtintensität, nach da geht die Zeit. Und wenn die Sterne sich bedecken, dann geht die Helligkeit eben runter, wenn der dunklere vorne ist. Und wenn der dunklere hinter dem anderen ist, dann ist von der Gesamthelligkeit auch ein bisschen was weg. Dann leuchtet im Prinzip nur der hellere, dann geht auch so ein bisschen was weg. Also so kann man diese Änderungen in den Lichtkurven sehen. Was daran jetzt interessant ist, die Lichtkurven für solche Objekte sehen immer relativ ähnlich aus. Also jetzt Doppelsternsysteme sehen zum Beispiel meistens irgendwie grob so aus. Dann gibt es andere variable Sterne, zum Beispiel Cepheiden, die machen einen physikalischen Ionisationsmechanismus. Das sieht dann auch wieder sehr charakteristisch aus. Die sind physikalisch sehr relevant, vor allem weil man einen Zusammenhang zwischen der Helligkeit und der Periode, was das ist, werde ich gleich auch noch erwähnen, erkennen kann. Das hat Edwin Hubble benutzt, um die Distanz zur Andromeda-Galaxie zu bestimmen. Also da hat man dann in den 20er Jahren, ich glaube es war 1923, 1924, das erste Mal gemerkt, es gibt Objekte, die sehr, sehr viel weiter weg sind als Sterne in unserer Milchstraße. Gut, ich habe Sterne vom Ogle-Projekt analysiert. Ogle ist das Optical Gravitational Lensing Experiment. Die suchen nach Mikrolinseneffekten. Das ist für uns jetzt nicht weiter interessant. Es ist ein Effekt, der von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurde. Und die haben eben photometrische Messungen. Also Photometrie ist die Messung der Helligkeit. Also man guckt, wie hell ist der Stern, den man da gerade sieht. Die haben eben photometrische Messungen in den Magellanischen Wolken. Das sind zwei Begleitgalaxien von der Milchstraße. Die kann man von der Südhalbkugel gut sehen. Kann man das eben erkennen und da hat Ogle dann Messungen gemacht und die haben dann irgendwann den Ogle Free Catalog of Variable Stars veröffentlicht. Also das ist die Datenbasis, die ich benutzt habe. Die ist auch im Web frei zugänglich, also da kann man dann so ein SQL-Interface ansteuern sozusagen und kann sich die Daten da direkt holen. Gut, das sind dann mehrere hunderttausend Sterne. Das klingt jetzt zunächst mal viel, ist aber eigentlich noch relativ wenig. Also so eine Galaxie hat Größenordnung vielleicht 10 Milliarden Sterne oder sowas, teilweise auch 100, wenn es eine große Galaxie ist. Und der Ogle 3 Catalog of Variable Stars hat so ungefähr 400.000 variable Sterne, mit denen ich mich da befasst habe. Gut, was war meine Zielsetzung? Also ich bin jetzt natürlich nicht der erste Physiker, der irgendwie damit anfängt, sich mit variablen Sternen zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, dass das Thema, also dass viele Softwarekomponenten, die man so für die Analyse von Lichtkurven und sowas braucht, dass die teilweise geschlossen sind oder proprietäre Lösungen wie zum Beispiel IDL benötigen. Und ich als Open Source geneigter Mensch wollte das gerne in freier Form haben. Nebenbei
bemüht sich das AstroPi-Projekt, was ich gleich noch kurz vorstellen möchte, auch seit 2011 darum, Python als Standardsprache in der Astronomie und Astrophysik für Datenanalysen zu etablieren. Und letzten Endes möchte ich OGL 3, das ist ein sehr umfangreich analysierter Datensatz, einfach als Teststein für die eigenen Implementierungen von Python benutzen. Also man kann dann sozusagen damit die Qualität messen. Wenn wir mit der Python-Implementierung das Gleiche rauskriegen, dann funktioniert sie ganz gut. Gut, das war dann auch entsprechend meine Roadmap. Also erstmal überhaupt ein gescheites Software-Setup zu finden, dann das Ganze halbwegs modular zu implementieren. Hat sich dann letzten Endes herausgestellt, dass das gar nicht mehr so wirklich nötig war, weil auch andere Arbeitsgruppen daran gearbeitet haben und in den letzten 1 bis 2 Jahren Python-Module dazu veröffentlicht haben. Gut, dann habe ich es, wie gesagt, verifiziert. Und was jetzt noch aussteht, ist die Veröffentlichung in dokumentierter Form. Es soll natürlich auch für jeden dann einfach benutzbar sein, auf GitHub oder GitLab. Gut, was sind dann so die Kriterien gewesen, die ich mir da angeschaut habe? Ja, zunächst mal muss die Software natürlich robust und zuverlässig sein. Das ist das K.O.-Kriterium. Wenn da Mist rauskommt, dann kann man die Software nicht gebrauchen. Dann Performance und Skalierbarkeit können wichtige Faktoren sein, weil wir sind jetzt hier bei 400.000 Sternen. Das lässt sich noch ganz gut handhaben. Aber wenn man jetzt mal tiefergehende Surveys, also Survey ist, man hat richtet ein Teleskop immer wieder an verschiedene Stellen im Himmel und guckt sich die Änderungen der Sterne an. Das macht man zum Beispiel, um Exoplaneten zu finden. Und wenn man dann sowas wie Kepler hat, dann hat man da nicht 400.000 Objekte, sondern Millionen, sondern wenn man Pech hat, vielleicht sogar Milliarden von Objekten. Und da ist natürlich dann die Skalierbarkeit und die Performance auch ein wichtiger Faktor. Und letzten Endes soll alles frei zugänglich und veränderbar sein. Gut, was gibt's da im Open-Source-Bereich so? Das ist jetzt ein bisschen die Bestandsaufnahme. Für C++ gibt's die GNU Scientific Library fürs wissenschaftliche Rechnen. Die kann fast alles, was man da so braucht. Fürs Data Mining gibt's die Bibliothek Shogun, die auch mittlerweile auch, glaube 15, 16 Jahre lang schon in Entwicklung ist. Dann im Bereich der Datenanalyse, speziell der statistischen Datenanalyse, ist R in Kombination mit dem Add-on-Repository GRAN relativ verbreitet. Und in den letzten Jahren immer weiter verbreitet ist Python mit dem SciPy-Stack, den ich jetzt vorstellen möchte. Gut, also das ist jetzt die Liste von Paketen, die ich insgesamt benutzt habe. Ich gehe jetzt auf die einzelnen ein. Also der SciPy-Stack mit den Kernmodulen NumPy und SciPy stellt Funktionen für das wissenschaftliche Rechnen mit Python bereit. Das Problem, was man mit Python, wenn man es für sich nackt nimmt, ist nämlich, dass die Performance nicht so wirklich ideal ist. Python ist eine interpretierte Skriptsprache. Das führt dann dazu, dass zur Laufzeit irgendwelche Typ-Elevationen und so Geschichten gemacht werden müssen. Und das ist, wenn es zur Laufzeit passiert, eben relativ langsam. Schönes Beispiel sind zum Beispiel Schleifen. Also wenn man eine Schleife da in Python implementiert und das auf eine Matrix draufhackt, dann dauert das sehr lang, weil er das zur Laufzeit alles evaluieren muss. Wenn man das Ganze in C mit einer Schleife macht und dann kompiliert, dann geht es deutlich schneller. Und der Trick, den SciPy da letzten Endes anwendet, ist, dass unter der Haube C und Fortran ist auch im wissenschaftlichen Bereich eine sehr verbreitete Sprache, dass man das eben unter der Haube nimmt und oben hat man dann ein schönes, angenehm zu bedienendes Python-Interface. Python hat nämlich auch den Vorteil, man kann damit interaktiv arbeiten. Das ist gerade bei der Datenanalyse, ich will da jetzt mal gerade an einem Parameter schrauben, nicht zu verdenkender Faktor. Weil wenn man jetzt das Ganze in C++ machen würde zum Beispiel, müssen wir jedes Mal entweder das Ganze ein bisschen komplexer machen und mit Konfigurationsdateien arbeiten, wenn das geht. Oder eben direkt jedes Mal neu kompilieren. Das ist der Worst Case, der aber bei physikalischen Simulationen durchaus häufig auftritt. Und das kann man eben mit dem interaktiven Arbeiten mit Python umgehen. Gut, um den SciPy-Stack herum gibt es sehr viele verschiedene Python-Pakete für viele verschiedene Zwecke. Also gibt es weitere Mathe-Pakete, Statistik-Pakete. Für Astronomie und Astrophysik wird da seit 2011 das AstroPy-Paket entwickelt vom AstroPy-Projekt. Das baut auf dem SciPy-Stack auf, bietet eben zentrale astronomiebezogene Funktionen. Das können so Sachen wie Koordinatenumrechnungen und sowas sein, aber auch astronomiestatistische Geschichten.
Und auf AstroPi aufbauen gibt es dann eben für die speziellen Zwecke, zum Beispiel die Spektroskopie oder auch die Photometrie, Spezialmodule, die dann für diese eine Aufgabe sehr gut optimiert sind. Und das Ziel vom AstroPi-Projekt ist, Python zum Standardwerkzeug in Astronomie und Astrophysik zu machen. Also dass man wirklich eine offene Plattform hat, mit der man sich wissenschaftlich austauschen kann, wo dann nicht irgendwann immer so der Lizenzhammer kommt, wir haben kein IDL oder können uns die neue Version nicht leisten. Das habe ich leider wirklich erlebt. Das gibt es dann eben nicht mehr. Gut, ebenfalls auf dem SciPy-Stack basierend gibt es das Paket scikit-learn. Das deckt in meiner Arbeit den Machine Learning und Data Mining Part ab. Und das Projekt entwickelt eine Vielzahl von Machine Learning Algorithmen. Also da gibt es so Cluster-Algorithmen, werde ich gleich noch kurz vorstellen. Dann gibt es da so Dimensionsreduktionen, PCA-Projektionsmethoden, im Prinzip alles, was in dem Bereich so benutzt wird. Und dadurch, dass es ebenfalls auf dem SciPy-Stack aufbaut, also als Basisdatentyp die NumPy-Arrays benutzt, integriert es sich automatisch auch gut zum Beispiel mit AstroPy. Also die Grenzen zwischen diesen einzelnen verschiedenen Paketen, obwohl es völlig getrennte Projekte sind, die sind sehr gering, eben durch die gemeinsame SciPy- und NumPy-Basis. Gut, dann gibt es das Projekt AstroML, wo mein Programmcode dann auch hoffentlich final irgendwann landen wird. Das basiert auf AstroPy und scikit-learn und das ist schon ein erster Versuch, diese Welten sozusagen ein bisschen zu verheiraten und die Anwendungen in der Astronomie zu zeigen. Also es enthält auch relativ viele schöne Beispiele. Anderes schönes Beispiel, das ist die Analyse von LIGO-Daten. Das wird wahrscheinlich jeder Anfang Februar war das mitbekommen haben. LIGO hat Gravitationswellen entdeckt und auch solche Sachen werden da exemplarisch analysiert. Und an AstroML angeschlossen gibt es noch diverse Hilfspakete, zum Beispiel GetSpy, das habe ich halt für die Zeitreihenanalyse benutzt. Gut, kommen wir zu den variablen Sternen zurück. Was man hier jetzt sieht, sind zwei Lichtkurven. Genau genommen ist es eine Lichtkurve, jeweils vom gleichen Stern in zwei verschiedenen Darstellungen. Wenn ein Teleskop misst, bekommt man zunächst mal sowas hier raus. Das ist einfach aufgetragen wieder, hier ist die Zeit, hier ist die Helligkeit. Und da kann man jetzt schon so ein bisschen Struktur erkennen, das sind nämlich so vertikale Balken. Die Balken kommen einfach dadurch zustande, dass es Sommersternbilder und Wintersternbilder und sowas gibt und dass man die Sterne dann im Sommer zum Beispiel nicht messen kann. Also das sind so saisonale Effekte und so Geschichten. Das hat natürlich nichts mit dem Stern zu tun, sondern mit den Zeitpunkten, wann wir das Ganze beobachtet haben. Jetzt sind sehr viele variable Sterne periodisch variabel. Das heißt, die Art, wie sie ihre Helligkeit ändern, die tritt immer und immer und immer wieder auf. Und was man da dann macht, man kann zum Beispiel mit einer Fourier-Analyse die Periodizität bestimmen. Also zum Beispiel der Stern ist alle zwei Tage hell und dann wieder dunkel. Kann man dann die Periode bestimmen und das Ganze in eine Kurve sozusagen reinfalten. Und das ist das sogenannte Phasendiagramm. Und das sieht dann für die einzelnen Klassen von variablen Sternen schon ziemlich charakteristisch aus. Das ist zum Beispiel sowas hier. Also das ist zum Beispiel die meisten Cepheiden sehen dieser Kurve hier relativ ähnlich. Wie bitte? Also auf der Y-Achse ist es wieder die Helligkeit, an der Y-Achse hat sich überhaupt nichts geändert. Und auf der X-Achse sind die Werte, die sich nach der Formel hier berechnen. Also das ist im Prinzip, man rechnet den Punkt einer Messung aus in dieser ersten Phase, wenn man das alles zusammenklappt. Das ist das Zusammenklappen sozusagen. Gut, wenn man das Ganze dann machen will, also ich habe jetzt, das sieht man leider nicht ganz so gut, also wenn man die Perioden bestimmen will, kann man das mit GetSpy zum Beispiel sehr schnell machen. Damit will ich jetzt zeigen, wie einfach das mittlerweile geht. Also man lädt sich einfach letzten Endes das Modul rein, liest mit NumPy die Messdatei ein und schickt hier diesen Lomps-Kagel-Algorithmus. Das ist ein Fourier-basierter Algorithmus zur Bestimmung der Periode. Die Details sind jetzt nicht wirklich relevant, kann man die Periode eben ausrechnen. Und ich sehe gerade, also der Code wird jetzt so nicht funktionieren. Die Einrückung ist mir irgendwie beim Übertragen in Tech flöten gegangen. Also das müsste man erst wieder ordentlich einrücken. Gut, das Phasendiagramm, da
definiert man sich letzten Endes einfach diese Formel, die erkennt man vielleicht hier wieder. Also hier T ist hier da drin verborgen, T0 ist irgendein Bezugszeitpunkt, zum Beispiel Maximum. Und gut, man faltet das dann einfach rum, das ist einfach Rumrechnerei. Also man sieht hier diese Schnipsel, diese Code-Schnipsel sind alle relativ kurz. Gut, dann will man damit aber Data Mining machen. Das heißt, man muss sich irgendwelche Parameter beschaffen, die man für die verschiedenen Arten von variablen Sternen auch vergleichen kann. Im Fall von periodischen Angelegenheiten oder Zeitreihen fallen dem Physiker immer als erstes die Fourier-Geschichten ein. Das ist einfach so, das muss man hinnehmen, das lernt man im ersten Semester. Und man, entsprechend fittet man dann eine Fourier-Reihe einfach an die Messdaten an und guckt sich dann an, wie stark ist zum Beispiel die Grundschwingung, wie stark ist die Oberschwingung von dem Stern. Gut, das zeige ich jetzt aber auch nur, um ein plastisches Beispiel zu haben. Gut, das Fitten würde man dann so machen, also da gibt es dann, der Beamer schneidet doch ein bisschen was ab, in SciPy, SciPy stellt eben im Optimize-Modul verschiedene Optimierungsfunktionen vor. Da gibt es die Funktion CurveFit, mit der man eben genau diese Parameter dann ausrechnen kann. Und das ist hier auch wieder ein relativ kompakter Code-Schnipsel. Also man kann mit dem SciPy-Stack relativ kompakte und wenig komplizierte Sachen machen. Gut, dann habe ich mir angeschaut, wie passt das zu den Daten, die Ogle selber angibt. Also ich wollte hier meine Ergebnisse mit denen von Ogle vergleichen, um zu zeigen, das Ganze funktioniert auch gut. Also die Perioden haben immer bis auf ein Tausendstel Tag übereingestimmt. Das ist entweder im Sekunden, das müsste im Sekundenbereich sein, ja. Oder vielleicht im Minutenbereich, ich habe es jetzt leider gerade nicht im Kopf. Ja, so ungefähr. Und wenn man dann noch bedenkt, also es gibt da noch andere Faktoren, die da reinspielen können, also wie gut der Algorithmus jetzt wirklich mit also Lücken in Daten umgehen kann und so Geschichten, ist das eigentlich schon ziemlich gut. Und es gibt andere Implementierungen mittlerweile, das ist, seit ich das ausprobiert habe, schon wieder ein bisschen verbessert worden. Da kommt man auf einen Zehntausendstel Tag mittlerweile. Und die Fourier-Komponenten, die man dann ausgerechnet hat, gut, das ist jetzt Werte, die kann man schlecht einordnen, so wie ich die hier gerade hingeschrieben habe. Das ist ein marginaler Unterschied. Also es hat sich gezeigt, dass das in der Tat mit den Ogle-Daten sehr gut übereinstimmt. Gut, damit kann man die Daten dann vergleichbar machen und die Data-Mining-Algorithmen da draufjagen. Also die Fourier-Komponenten kann man dann direkt vergleichen. Also ist der Stern in der Grundschwingung oder in der Oberschwingung? Dann gibt es so Faktoren wie die Farbe und die Amplitude. Farbe ist hier fast wörtlich zu verstehen. Also obwohl uns die Sterne nachts am Himmel fast gleich erscheinen immer, so haben die doch letzten Endes eine Farbe, wie unsere Sonne uns immer so ein bisschen gelblich erscheint. Aber kann man halt nachts nicht so gut wahrnehmen, außer man hat ein Teleskop. Und die Amplitude, also wie stark der variable Stern schwankt, das kann man auch direkt miteinander vergleichen. Das hängt damit zusammen, dass wir eine logarithmische Helligkeitsskala in der Astronomie verwenden. Gut. Die andere Möglichkeit ist, die Messkurve direkt zu interpolieren und zu normieren. Das habe ich hier jetzt gemacht. Was man sich da letzten Endes vorstellen muss, ist, man nimmt die Messkurve, das ist jetzt hier dieses Phasendiagramm, gut, da sind jetzt, und staucht das dann letzten Endes hinterher auf so einen Bereich zwischen 0 und 1 zusammen, also man normiert das Ganze. Was man hier jetzt auch noch schön sieht, ist, es gibt da noch so skurrile Effekte. Jetzt zum Beispiel jeder Stern, der hat so komische Lücken. Das heißt nicht, dass der Stern da irgendwie ausgegangen ist, sondern das ist ein Stern, der hat eine Periode von ziemlich genau einem Tag. Das hängt mit der Erdrotation tatsächlich zusammen. Man kann diesen Stern, also man kann nicht alle Phasenteile von diesem Stern tatsächlich sehen, weil es ist halt überall an dem Teleskopstandort, naja, man kriegt das halt nie mit. Und das kann man in Python, habe ich jetzt leider kein Codebeispiel, sehr schön kennzeichnen. Also man kann dann gucken, ist da irgendwie ein Datenpunkt und kann das mit dem sogenannten Fancy Indexing, dann übergibt man im Array, also wenn man so ein Array hat dann und die Arrays dann die Indizes angibt, kann man statt den Indizes selber so eine boolesche Bedingung angeben, zum Beispiel gib mir nur die Werte, die größer 0 sind oder sowas und kann das dann eben sehr, sehr einfach maskieren. Gut, kommen wir jetzt zum Data-Mining-Teil. Das war dann der größere Teil meiner Masterarbeit.
Das sind im Wesentlichen statistische Methoden zum Finden von Informationen in Datensätzen. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Verteilungsanalyse. Das einfachste Beispiel hierfür wiederum ist das Histogramm. Und andere Sachen sind dann eben Modelle zur Beschreibung von Daten. Das Fourier-basierte Modell, also die Fourier-Komponentenanalyse, das ist schon so ein Modell, das man für so Geschichten verwenden kann. Und schließlich Methoden, um auch wirklich Wissen daraus schöpfen zu können. Gut, wie sieht das Ganze dann aus? Ich habe das jetzt mal hier für die RA-Lyrae-Sterne gezeigt. Das sind variable Sterne, die eben so einen sogenannten Kappa-Mechanismus machen. Das ist auch wieder so ein Ionisationsmechanismus. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Die Kernfusion heizt den Stern von innen an. Und dann hat man da so eine dünne Schicht. Also es könnte irgendwas Metallisches zum Beispiel sein. Also Metall für einen Astronomen ist alles, was schwerer als Wasserstoff ist oder als Helium ist. Herr Helium nimmt man auch noch extra. Und also im Prinzip, das ist die Durchlässigkeit für die Photonen von dem Stern. So kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und bei diesen Sternen, das kann dann in Schwingung kommen. Da gibt es zwei Schwingungszustände. Und ich habe mir jetzt einfach nur die Perioden, die ich vorhin mit dem GetsPi ausgerechnet habe, die habe ich mir in ein Histogramm geplottet. Dann sieht man sofort, okay, hier gibt es irgendwie so zwei Ruppel hier drin. Das sind genau die zwei Schwingungszustände von den RA-Lyrae-Sternen. Also man sieht hier auch, hier die bewegen sich irgendwie zwischen 0,2 und 0,4 und die hier zwischen 0,4 und 0,8. Das ist Unter- und Oberschwingung bei diesen Sternen. Und was man jetzt machen will, ist, man will das Ganze klassifizieren. Also wir erkennen hier mit dem Auge sofort, okay, da gibt es irgendwie scheinbar zwei Sorten. Und zum Klassifizieren, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt es einmal das Supervised Learning und dann das Unsupervised Learning. Unsupervised Learning heißt, wir wollen zum Beispiel, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also wir wissen nicht genau, wonach wir suchen und wollen einfach nur unsere Messobjekte in Klassen einteilen. Das kann man hiermit zum Beispiel jetzt machen, so einen Cluster-Algorithmus da drauf schmeißen. Und Supervised Learning würde heißen, wir wissen schon, wie das aussieht, was wir haben wollen, schicken dem Algorithmus das erstmal rein. Das ist dann meistens irgendwie so ein neuronales Netz oder sowas. Das errechnet sich dann Parameter daraus. Also hat sozusagen einen Lerndatensatz, errechnet sich daraus die Entscheidungskriterien und kann dann Objekte klassifizieren. Beim Unsupervised Learning macht man das eben nicht. Gut, bevor man das Ganze machen kann, bietet es sich meistens an, die Daten noch ein bisschen zu transformieren. Da gibt es einmal die Hauptkomponentenanalyse PCA. Die macht letzten Endes nichts anderes, als die Daten sozusagen zu drehen. Das kann man sich fast genauso vorstellen. Mathematisch ist es auch eine Drehung. Und man dreht die Daten so, dass die Achsen maximaler Informationen, also maximaler Varianz, sozusagen immer in Achsenrichtung zeigen. Das heißt, man hat im Prinzip immer die signifikantesten Achsen, das beste Koordinatensystem. Was für einen Effekt das hat, das wird man dann gleich sehen. Also, wenn man das mit Scikit-Learn machen will, gut, man importiert einfach das PCA-Modul, die PCA-Funktion und kann letzten Endes die PCA einfach, also man liest die Daten ein, das habe ich jetzt hier mit Pandas gemacht, instanziert die PCA, fittet das Modell an, also rechnet sozusagen diese Transformation aus und führt die Transformation danach durch. Also das sieht wieder, es sind hier im Prinzip wieder nur ein paar Codezeilen, die man da in Python machen muss. Wenn man das dann gemacht hat, sieht man, wenn man sich diese Komponente anschaut, das ist jetzt hier die erste Hauptkomponente, die mit der meisten Information drin sozusagen, sieht man hier schon so ein bisschen eine Clusterstruktur, aber die täuscht, weil letzten Endes die Aufteilung nicht in der Y-Achse, sondern in der X-Achse zu sehen ist. Also im Wesentlichen zieht das hier die Periode von den beiden Zuständen auseinander. Wenn man dann sich die erste gegen die zweite Hauptkomponente anschaut, also die erste signifikanteste gegen die zweitsignifikanteste, dann hat man hier eine Trennung in X-Richtung, also hier ist irgendwie was dazwischen, und auch eine in Y-Richtung. Also man hat das jetzt hier mit der PCA sogar schon getrennt. Was man hier dann machen kann, ist man, es bietet sich ja schon fast mit dem Auge an, einen Cluster-Algorithmus da drauf werfen.
Da gibt es zum Beispiel den K-Means-Algorithmus, der einfach nur, der setzt im Prinzip, ich sage ihm, wie viele Cluster habe ich oder wie viele Cluster erwarte ich. Das kriege ich aus dem Histogramm raus. Ich habe da zwei Hubbel gehabt. Dann sage ich dem Algorithmus, okay, rechne mir zwei Cluster aus. Er setzt dann willkürlich zwei Startpunkte hier rein und rechnet die Clusterzentren, also den geometrischen Mittelpunkt hiervon aus und macht das so lange immer und immer und immer wieder, bis das Ganze sich nicht mehr ändert, also sozusagen konvergiert. Genau. Wenn man das dann gemacht hat, das sieht, ist auch wieder mit scikit-learn eine sehr kurze Angelegenheit. Also man muss wieder nur, da gibt es das Modul scikit, also sklearn, scikit-learn Cluster, holt man sich das K-Means raus und fittet einfach das Modell an die Daten an und trifft dann die Vorhersage. Die Vorhersage sagt, ist der Punkt da jetzt in Cluster 1 oder ist der Punkt da jetzt in Cluster 2? Und man bekommt da dann eben die Klassifikation raus. Wenn man sich das anschaut, okay, ich habe das jetzt hier in den beiden Farben dargestellt, dann hat er das im Wesentlichen schon erkannt. Also er hat jetzt hier diesen großen Hubbel in blau und diesen kleineren Hubbel im Wesentlichen in rot. Aber hier unten ist immer noch so ein bisschen Verschmutzung drin. Und das ist jetzt hier ein Effekt, weil ich hier auf diese Daten keine PCA angewendet habe. Also das sind jetzt hier die noch nicht rotierten Daten. Wenn ich die PCA jetzt anwende, also die Daten optimal rotiere, dann ist dieser Schmutzeffekt hier in einem deutlich kleineren Bereich. Also der ist nicht null, der kann auch physikalisch nicht null werden, weil das zwei Sternklassen sind von, also das sind zwei verschiedene Arten von R-Allüre, die ineinander übergehen können. Das heißt, da ist ein natürlicher Übergang zwischen diesen Arten von variablen Sternen eben vorhanden. Aber die Trennung ist hier deutlich klarer geworden. Wenn man das dann mit Ogle vergleicht, dann sieht das quasi gleich aus. Gut, jetzt ist jetzt nur eine Grafik. Wenn man das Ganze noch in Zahlen machen würde, wo habe ich in Zahlen hingemacht? Also ich habe das dann auch in Zahlen verglichen, also die Übereinstimmung liegt bei 99,4% ungefähr. Gut, wenn man Supervised Learning machen will, also wenn man feststellen will, wie gut, also wenn man einen Lerndatensatz hat, also vorklassifizierte Objekte hat. In der Physik ist das häufig, also bei variablen Sternen ist das der Fall. Man hat die verschiedenen Klassen von variablen Sternen, die man kennt, bekommt jetzt einen unbekannten Datensatz und will seine Daten nach diesem Muster klassifizieren. Dann macht man das mit Supervised Learning, also man lässt den Algorithmus das anlernen und eine Methode hierfür sind die Entscheidungsbäume. Also das ist jetzt hier ein Beispiel zum Iris-Datensatz. Das sind so Blumen, das ist so ein Standardbeispiel aus dem Feld, die man in verschiedenen Längen ausgemessen hat. Da gibt es dann irgendwie mehrere Sorten von diesen Blumen. Und was der Entscheidungsbaum letzten Endes macht, also man gibt die Blumen sozusagen oben rein mit ihren Dimensionen, mit ihren Ausmaßen, also wie groß ist die Blattlänge, wie groß ist die Blütenlänge und so Geschichten. Und der Baum hat dann jeweils hier ein Entscheidungskriterium drinstehen, zum Beispiel hier die Petal Length muss kleiner als 2,45 cm sein. Wenn das der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall eine Irispflanze der Untersorte Setosa. Das ist dieses orangene Feld hier. Wenn das nicht der Fall ist, dann prüfe die Breite von diesen Blättern. Ist die kleiner als 1,75, dann gehe hier runter, ansonsten gehe hier runter. Und so geht man eben durch diesen Baum durch, bis man letzten Endes bei der Klassifikation, also hier unten beim eindeutigen Kriterium, angekommen ist. Gut, die Bäume haben den Vorteil, sehr schnell zu sein. Das sind einfach boolesche Bedingungen, die in den verschiedenen Stufen jeweils geprüft werden müssen. Und weil natürlich immer Fehlentscheidungen passieren können, einfach weil teilweise die Parameter unscharf sind oder weil der Algorithmus nicht ganz optimal angelernt worden ist, geht man zu Wäldern über. Ein Wald ist eine Ansammlung von Bäumen. Entsprechend ist auch hier ein Forest im Sinne von einem Supervised Learning Algorithmus eine Ansammlung von Entscheidungsbäumen. Und man lässt dann letzten Endes die Mehrheit entscheiden. Also man hat irgendwie nicht einen Baum, sondern 20. Und die Mehrheit, die dann sagt, okay, das ist jetzt eine Blume der Art Setosa, wenn es die Mehrheit sagt, dann wird er eben so klassifiziert. Und jeder Baum, also es ist
nimmt nur eine Untermenge der Variablen. Das hat einfach den Grund, wenn ich jeden Baum mit exakt den gleichen Daten initiieren würde, hätte ich im schlimmsten Fall einfach 20 mal den gleichen Baum. Da kann ich gleich nur einen Baum nehmen. Deswegen nimmt man jeweils nur eine Untermenge der Variablen. In der Regel dann werden die zufällig gewählt. Deswegen heißt das Ganze auch Random Forest und lässt das dann mit einem neuronalen Netz erst anlernen und danach dann klassifizieren. Anderer Vorteil von den Waldalgorithmen sozusagen ist, dass sie sehr leicht parallelisierbar sind. Weil jeder Baum ist unabhängig vom anderen Baum. Das heißt, wenn man jetzt, 32 CPU-Kerne hat, dann kann man im Prinzip auf 32 Bäume nehmen und jeder Baum hat seinen eigenen CPU-Kern. Also sie lassen sich sehr leicht parallelisieren. Das heißt, sie sind sehr schnell. Und das geht, das hat jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert geklungen mit Zufall reinrechnen, Variablen aussuchen. Auch das ist in scikit-learn natürlich schon implementiert. Da gibt es die Waldalgorithmen nennt man auch Ensemble-Classifier. Ensemble, weil Ansammlung von Klassifikatoren. Und da ist eben der Random Forest einer davon. Und da muss man letzten Endes genau wie beim K-Means vorhin schon einfach nur erstmal den instanziieren. Okay, ich sage ihm jetzt hier, wie viele Bäume ich haben will, muss das Modell anfitten. Im Unterschied zum K-Means muss ich ihm jetzt hier natürlich meine Trainingsdaten reingeben, das heißt meine Vorklassifikation reingeben. Und danach sagt man auch wieder Predict und er spuckt das Ergebnis letzten Endes aus. Das habe ich dann auch mit den RLYRE-Daten wieder gemacht. Und hier hat die Übereinstimmung zwischen der unsupervised gefundenen Klassifikation von K-Means und Random Forest, die war bei 96,41%. Dass die nicht bei 100% liegen kann, das lässt sich in dem Histogramm hier sehen. Das liegt einfach an diesem natürlichen Überlapp in den Daten. Das heißt, die 100% zu erreichen wegen diesem Überlapp, das geht einfach nicht. Gut, und mit Ogle war die Übereinstimmung in einem sehr ähnlichen Bereich. Und die Fehlentscheidungen, die waren auch ausnahmslos hier in diesem Überlappbereich. Also er hat nicht hier hinten irgendwo fehlentschieden, also fehlentschieden in Anführungszeichen, sondern es war immer hier in diesem kleinen Bereich. Gut, dann noch ein kleiner Ausblick, was wir jetzt noch so vorhaben mit diesen ganzen Geschichten, weswegen ich mal angefangen habe, mich da zu beschäftigen. Es gibt die Sternwarte in Sonneberg, das ist in Thüringen. Die haben eines der größten Fotoplattenarchive der Welt, also für Astrofotoplatten, das sind ungefähr 300.000 Stück. Und die haben da über einen Zeitraum von über 70 Jahren immer und immer und immer wieder aufgenommen, haben auch mittlerweile sich die Mühe gemacht, diese Platten einzuscannen. Das heißt, man bekommt da im Prinzip Bilder wie von einer Digitalkamera fast. Man muss sie nur noch entsprechen, weil sich Fotoplatten ein bisschen anders verhalten, noch ein bisschen transformieren. Und kann anhand dieser Daten dann auch Studien über Langzeitvariabilität durchführen. Weil die CCD-Daten, also Ogle jetzt zum Beispiel, das läuft seit den frühen 90ern, das sind jetzt gut 20 Jahre und 70 Jahre, das ist halt dann doch noch ein Eckchen mehr. Und es gibt physikalische Prozesse, die sich genau in der Größenordnung bewegen. Und auch das wird letzten Endes mit Python passieren. Kollegen von uns aus Potsdam, glaube ich, ja, Potsdam, Heidelberg und Bamberg entwickeln das sogenannte PyPlate-Projekt, das diese Fotoplatten sozusagen vorverarbeitet und dass man danach das Data Mining, wie ich es hier vorgestellt habe, draufschicken kann. Und das ist auch fast ausschließlich auf Python basiert. Bis auf das Bestimmen von Koordinatensystemen. Da gibt es ein sehr effizientes Programmchen, das jetzt nochmal in mühseliger Kleinarbeit neu zu implementieren, irgendwie mit SciPy, das wäre einfach ein größerer Zeitverlust. Also das Programm Astrometry, das ist auch freie Software, von daher spricht da jetzt nichts dafür, sich die Mühe einfach nochmal zu machen. Gut, Sonneberg, die Daten haben jetzt die Eigenschaft gehabt, dass sie ein bisschen stärker streuen. Also aus Fotoplatten kriegt man die Werte einfach nicht so genau raus. Das liegt daran, dass sich die Sterne zum Beispiel, wenn sie ein bisschen überbelichtet sind, dass sie sich ein bisschen so, dass da so Flatschen reinlaufen. Das ist einfach, das war ja früher so eine Filmemulsion, so eine chemische Emulsion. Wenn man da ordentlich Licht drauf gebrutzelt hat, dann ist das einfach so auseinandergelaufen. Und da hat sich dann ergeben mit den Werten, die ich da aus manuellen Analysen übernommen habe, dass auch das mit den Machine Learning Algorithmen kein Problem sein wird, weil sich die Streuung von den Parametern in einem sehr ähnlichen Rahmen bewegt. Also das
Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dann Studien in Langzeitvariabilität Python machen können. Gut, ich will das dann zeitnah auch veröffentlichen, natürlich als freie Software. Ich habe die BSD-Lizenz gewählt. Das ist mehr oder weniger Usus in der AstroPy-Community. Und längerfristig soll das Ganze eben, weil auch AstroML den Beispielcharakter hat, in AstroML eingearbeitet werden. Gut, was ist das Fazit? Also man kann eine vollständige Implementierung der Lichtkurvenanalyse auf Python machen. Das ist das, was ich hier gezeigt habe. Man kann sogar noch weitergehen. Also es gibt auch für die Datenreduktion, also jetzt wenn man zum Beispiel Daten von der ESO bekommt, Europäischen Südsternwarte, da gibt es dann in AstroPy auch Pakete, um diese Daten einzulesen. Man kann die photometrischen Messungen selber mit Python machen. Also man kann von der Messaufnahme ausgehend bis zum fertigen publikationsreifen Bild komplett mit Python arbeiten mittlerweile. Das ging vor wenigen Jahren noch nicht. Das AstroPy-Projekt hat sich da sehr, sehr verdient gemacht. Und auch die SciPy-Community allgemein, dass das eben sehr, sehr stark gefördert wird. Und die gerade in Astronomie und Astrophysik ist die Community-Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Softwareprogrammierern auch relativ gut. Also die meisten, zum Beispiel von den SciPy-Entwicklern, viele kommen auch aus dem universitären Umfeld. Also es ist auch professionell entwickelt und wird in den nächsten Jahren dann noch sicher sehr interessante weitere Entwicklungen geben. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt, bin auch ganz gut in der Zeit geblieben, wie ich gerade sehe, und freue mich auf Ihre Fragen. Ja? Ich habe mal die zwei Parameter, die du auf den beiden Achsen hattest. Ja. Einmal die Periode und die Farbe. Genau. Achso, das habe ich jetzt vergessen. Also die Frage ist gewesen, ich hatte hier vorhin eine Darstellung, was da die Parameter auf den Achsen waren. Das waren Periode und Farbe. Das sind eben zwei für variable Sterne sehr charakteristische Größen oder generell für Sterne. Das ist Herzsprung-Rassel-Diagramm, was die Sternentwicklung sozusagen zeigt. Das zeigt ja auch die Farbe im Wesentlichen, beziehungsweise die Temperatur. Ja. Ich finde das sehr interessant, dass Sie ja da diese Fotoplatten zugrunde liegen haben. Da habe ich schon mal was drüber gehört. Und auch diese Probleme, dass halt bestimmte Sterne von bestimmten Beobachtungspositionen außerhalb nicht durchgängig sozusagen ja, beobachtbar sind und dann so irgendwie Datensätze entstehen, wo wir dann auch umgehen können. Jetzt meine Frage ist, wie ist sozusagen gar nicht mehr logisch der Sprung ins All, also das quasi alle nur noch Farbintelleskop nehmen. Das ist halt, das klingt jetzt ein bisschen, ich habe die ganze Zeit gefragt, wie das so kam und gar nicht und so weiter, aber gibt es da Bestrebungen und inwiefern haben wir da auch in der Community Zugriff auf Datensätze, die dann halt solche Qualitätsprobleme eigentlich nicht mehr haben? Gut, also erstmal zunächst mal die Frage wiederholen. Also die Frage war jetzt, wie fasse ich denn die jetzt am besten zusammen? Also die Fotoplatten haben gewisse Qualitätsprobleme und die Frage ist jetzt, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, weil man eben mit Hubble vielleicht dauerhaft draufhalten kann und dann eben keine Beobachtungslücken mehr hat. Na klar, also die CCD-Fotografie oder auch die Weltraummission, das wird jetzt das sich natürlich im Zeitraum auch immer weiter ausweiten, dass wir auch da irgendwann die 70 Jahre erreichen. Aber zumindest Hubble ist ein Teleskop, was immer sehr genau auf eine Stelle guckt. Also während wir bei Ogle oder bei Sonneberg mehr oder weniger immer einen großen Teil des Himmels angeschaut haben und somit sehr viele Sterne haben, sehr gut Statistik machen können, guckt Hubble eben auf eine Stelle, wo man schon weiß, die ist sehr interessant, drauf und misst das dann. Aber was man zum Beispiel jetzt auch hat, ist das Weltraumteleskop Kepler, das man benutzt, um Exoplaneten zu finden. Also da muss man dann auch Schwankungen in der Helligkeit schauen, weil wenn der Planet gerade vom Stern lang wandert, dann wird es einen kleinen Ticken dunkler. Und Kepler hat auch so ein Survey gemacht, also das ist ein Weltraumteleskop, das hat in gewissen Bereichen der Milchstraße die Daten immer abgerastert. Und das sind Daten, also da träumt man fast von, die haben kaum Messfehler. Also das ist
Es gibt da teilweise mittlerweile Kurven, da sind keine Fehlerbalken mehr drin. Da wird man als Physiker erstmal skeptisch, wenn die fehlen. Aber tatsächlich werden die Fehler da so klein, dass man sie kaum reinzeichnen könnte, ohne sie zu übertreiben. Also das wird sich schon in Zukunft ändern. Daneben gibt es noch andere Bestrebungen, um diese Lücken zu eliminieren. Dass man einfach weltumspannende Netzwerke von Teleskopen hat. Also was weiß ich, zum Beispiel bei der Europäischen Südsternwarte in Chile welche hinstellt, in Australien welche hinstellt, um einfach auch kontinuierlich messen zu können. Aber letzten Endes werden da in den nächsten Jahren immer mehr und mehr Daten erscheinen. Auch das LSST, das Large Synoptical Telescope, wird in Betrieb gehen, was auch wieder einen Boost an Daten liefern wird. Und dankenswerterweise auch, das liegt auch daran, weil die Projekte ja von öffentlichen Geldern größtenteils finanziert werden, wandern die Daten auch in der Regel ins Netz. Also zum Beispiel auch die OGLE-Daten, die kann man aus dem Netz abrufen. Die Kepler-Daten kann man übers Netz bekommen. Also im Prinzip kann jeder, der Freude am Data Mining hat, sich da drauf stürzen, sich die Daten holen und ein bisschen Forschung damit betreiben. Und das ist auch sehr schön, also ich fand das sehr schön für meine Masterarbeit, dass man dann auch als kleiner Student sozusagen sich nicht selber mit dem Teleskop da in die Gegend stellen muss, das haben wir am Anfang in Marburg auch gemacht, sondern dass man wirklich mit professionell aufgenommenen Survey-Daten auch arbeiten kann. Also es ist schon sehr schön, dass die Daten da offen liegen. Ja? Also noch ein Wort zur Laufzeit unserer Hardware-Daten, wie lange zum Beispiel die Entscheidungsräume gebraucht haben? Also für den Random Forest, das Anlernen, das war auf meinem Desktop-Rechner, das ist ein Corto Duo der letzten Generation, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das Klassifizieren danach von, ich glaube, 40.000 Testobjekten, das ging in ein paar Minuten durch. Also das läuft sehr, sehr schnell mittlerweile. Also das größere Problem bei meinem Desktop-Rechner war eher der Arbeitsspeicher. Also manche Sachen dann doch im Arbeitsspeicher so groß sind, dass die 8 GB nicht gereicht haben. Da müssen wir dann doch vielleicht eher auf ein Rechencluster oder sowas Professionelleres gehen. Aber das meiste konnte man. Also ich habe fast meine ganzen Masterdaten tatsächlich auf meinem Desktop-Rechner durchnudeln können. Nur für eine Sache, da wollte ich einen anderen Machine Learning Algorithmus, den DB-Scan Algorithmus zur Klassifikation testen. Das habe ich dann bei Amazon gemacht. Die bieten ja auch so virtuelle Maschinen zum wissenschaftlichen Rechnen an. Weil das hat einfach der Rechner nicht hergegeben. Aber es hält sich für sowas wie OGLE mit zigtausend bis 100.000 Sternen noch in Grenzen. Wenn man jetzt irgendeinen Survey hat mit, was weiß ich, 50 Millionen Sternen, dann mag das schon anders aussehen. Aber es zeigt eben schon, dass Python hier auch keine allzu große Performance-Bremse ist. Das haben ja am Anfang manche noch befürchtet, dass man da dann doch irgendwie C oder Fortran oder sowas nehmen muss. Aber dadurch, dass SciPy da sehr geschickt eben C, C++, ich glaube C++ nicht, und Fortran unter der Haube, und ein angenehmes Python-Interface oben, dass das tatsächlich gut funktioniert. Ja. Eine Frage eigentlich, und zwar, man hört immer häufiger auch, dass man in der Wissenschaft eigentlich viel zu wenig Daten hat, um die wirklich nur unabhängig voneinander auswerten zu können, weil bestimmte Experimente werden ja auf der Welt manchmal noch ein oder zweimal gemacht. Das ist auch ein Problem der Astrophysik oder hat man da eigentlich auch genug unabhängig? Das kommt drauf an, was man sich genau anschaut. Also bei so Survey-Daten, wo Millionen von Objekten drin sind, da ist genug drin, um Statistik zu machen können. Aber es gibt dann andere Messungen. Zum Beispiel gab es vor 2-3 Jahren so eine Gaswolk, die ins schwarze Loch im Zentrum von unserer Milchstraße reingezogen ist. Und da hat man dann natürlich nur die wenigen Messungen von den Tagen, wo man genau drauf geguckt hat. Und dann hat man mehrere Gruppen, die diese Daten analysiert haben. Aber es waren letzten Endes alles die gleichen Daten. Also wenn man so sehr spezielle Objekte hat, dann kann das schon sehr knapp sein mit den Daten. Und so eine Wolke, die zieht halt einmal da rein und dann ist sie weg. Also. Wie bitte? Ja, leider hat der Herr Einstein recht und das ist da drin verschwunden. Oder zum Glück, weil sonst hätten wir Physiker ein anderes Problem, wenn das nicht stimmen würde. Ja, wir sind ja sowieso noch nicht am Ende. Nächstes Jahr.
sind wir hier bei KNU Hört.